inwiefern können Affen Legastheniker sein, weil die sind ja Analphabeten. Nein! Nein! Wollen wir ein bisschen Lohn-Ping-Pong spielen? Bis dahin. Mein lieber Mango. Ja. Marc, kommst du mit oder hast du Angst? Was denn? Lohn-Ping-Pong. Nee, ich komme noch nicht mit in den Nether. Ich will erst meine Rüstung weitermachen und meinen Bogen. Ach, Rüstung. Oh. So. Ich gehe schon mal in den Nether. Ja, ich nehme mal kurz meine richtigen Sachen mit. Ich extra nicht. Ach so, ja, aber ich habe ein Looting-Schwert. Das wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch. Das stimmt. Wir müssen auch noch Dings farmen, übrigens. Ja. Was, dieses Haus ist wunderschön. Was? Meins? Das Haus ist so wunderschön. Nee, ich bin gerade vor meinem. Ah. Oh, ich liebe das in meinem Texture-Pack. Der Sonnenuntergang sieht brutal geil aus. Hast du Shader drin? Nee, ich habe nur spezielles Texture-Pack, wo der Himmel bearbeitet ist nochmal. Oh. Ach so. Da sieht auch der Mond und die Sterne, da sind immer so viel, übel viel Sterne und Kram und so. Voll überfüllt, aber geil. Geil. Aber wie lustig ist das denn im Nether? Die Uhr spielt voll verrückt. Du spielst voll verrückt. Lass meine arme Uhr in Ruhe. Okay. Frech heute. Du bist frech. Nur weil du halt so lange geschlafen hast. Das heißt lange. Ja, ich musste keine Ahnung, bis um 10 Uhr, um 9 Uhr aufgestanden erst. Ja. Manchmal ist man eben müde, hör auf mich zu kritisieren. Das wird jetzt bei mir super spannend in der Folge noch. Ja, weil ich stehe jetzt in der Monsterfarm und sammle XP. Ja, du hast uns im Hintergrund reden. Interessanter geht's ja kaum. Oder? Was sagt ihr dazu? Oh mein Gott, wieso hört mir niemand hier zu? Ich habe aber auch nicht zugehört, es tut mir leid. Ich hasse euch. Was das genau hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass du uns im Hintergrund reden hörst. Also interessanter kann eine Folge gar nicht sein. Richtig. Ja, super. Vor allem, wenn man nicht sieht, was ihr macht. Sex mit legasthenischen Kapuzineräffchen machen wir. Das habe ich schon gelesen. Mir ist allerdings aufgefallen, nachdem ich es abgeschickt habe, inwiefern können Affen Legastheniker sein, weil die sind ja Analphabeten. Nein! Nein! Gut erkannt. Affen haben ihre eigene Sprache und die können die dann nicht. Okay. Ich bin nicht inkompetent. Portal Babo. Ich war seit der letzten Folge kein einziges Mal im Nether, also. Hilfe! Da wo der. Ah, ich hab's. Leise! Wieso? Okay. Ich, nice. Ich hinterfrag's einfach gar nicht mehr. Gut, folge mir. Ich hab bloß einen Bogen dabei, weil ich höre. Drei, Stärke 3, wunderbar. Ja, die Gas sind ja eh nicht so stark, hat man in unserer Pilotfolge gesehen. Ja! Das war die einzige Folge, die ich nicht geguckt habe, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Kannst du nur. Ist unfassbar. Also, finde ich jetzt schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Aber ja, alle anderen habe ich mir angeguckt. Oh, das ist lieb von dir. Die erste ist auch die langweiligste. Die geht 40 Minuten und da passiert nicht so viel. Ist gar nicht so langweilig. Also, ein bisschen. Da war ein Krüppelbaum. So viel YouTube-Content, wie ich am Tag gucke, kann ich mit eurer Let's Play, oder das Let's Play auch noch mit dazu angucken. Eure Folge. Was guckst du denn so? Das ist doch ein tolles Thema für die Folge. Das ist ein sehr schönes Thema für die Folge. Also, zurzeit gucke ich hauptsächlich Revi und alle anderen von Craft Attack. Hast du auch schon mal Ultratalent mitgemacht? Nee, ist nicht meins. Ultratalent ist die einzige Serie von Revi, die ich nicht gucke, muss ich ehrlich sagen. Du musst einfach da mitmachen. Laser Razor hat auch mitgemacht und hat dann, wo Revi gemeint hat, er kann nicht so gut rappen, gemeint, ja, das liegt daran, dass er nicht abgemischt ist. Was? Das ist immer ultrabehindert. Ja. Beste Aussage. In dieser komischen Festung haben wir übrigens nicht ein Dings-Skelett, Wither-Skelett gefunden. 3, 2, 1. Jetzt treffen wir bestimmt welche. Marc wollte gerade was sagen. Ist egal. Passiert. Nein, sag was. Also so gaming-technisch ist es hauptsächlich Revi, Unge, Skate, Spark of Phoenix, hat man vorhin schon. Warum steht da ein Huhn? Mango? Das klingt aber doch ganz gut. Wo steht ein Huhn? Hier. Lass das Hühnchen in Ruhe. Das ist kein Huhn, das ist ein Skelett-Typ. Ich sehe nur das Huhn.
Oh, da hinten ist auch schon eine Wither. Nee, eine Lore. Cool. Ja, flieg halt weg, scheiß halt. Komm, drop mal noch eine Stärke 1. Sprich, ich hab eine Idee. Shit. Ich bin into fire. Okay. Shit, Digga. Und Croc, was guckst du so auf YouTube? Auch nur ja, Gaming-Videos von ziemlich Remi ähnlich. Sturmwaffel mag ich noch ganz gerne. Ja, den habe ich vergessen, entschuldige. Hallo, Loa. Kannst du nur. Ja. Also guckt ihr vor allem deutsche Minecraft-YouTuber, oder? Ja, irgendwie. Ja, ja. Ich hätte das, was Gaming angeht, schon. Also sonst noch andere Gaming-Bereiche gucke ich nur Bibernator ab und zu noch CSGO. Was, Bibinator? Du bist ein Bibi-Fan? Nein, oh mein Gott, Bibanator. Edu ist Bibi-Fan. Confirmed. Edu guckt Bibis Beauty Palace täglich. Nein, guck ich nicht. Habe ich auch nicht abonniert. Warum kommst du nicht rein, Mambo? Weil ich gerade runtergefallen bin und deswegen, ja. Stirbst du gerade? Nein, ich bin runtergefallen. Und wenn ich dir nochmal einen Schaden, so einen Trank darunter werf? Dann vielleicht schon. Und ansonsten... Oh, jetzt bin ich hier ganz allein mit zwei Lohn. Wie soll ich das nur überleben? Oh, Hilfe. Oh nein. So, was jetzt nicht Gaming ist, gucke ich InScope ziemlich viel. Oder alles. Eieiei, Was? Wie kann man nur InScope gucken? Das ist ja unfassbar. Darüber sollten wir diskutieren. Nein, das ist lustig. Man muss einfach die überspitzte Art mögen. Ich finde den sehr, sehr behindert. Also, sehr, sehr überdreht vor allem. Ja, bestimmt. Ja, natürlich. Wir sind Rapper, die Minecraft-Let's Playen, also peinlicher geht's ja wohl nicht. Scheiße, wir müssen Zeit überbrücken. Noch etwa 7 Minuten bis zur neuen Folge. Ach ja? Dann sind wir schon in Folge 3, oder was? Mhm. Noch nicht, nein. In 7 Minuten. In 7 Minuten sind wir da. Richtig. Ja, meine ich ja, wenn diese 7 Minuten überbrückt sind, dann sind wir in Folge 3. Natürlich meinst du, es ist ja auch Minecraft. Lustig. Übrigens, die Zuschauer dürfen jetzt bitte genau auf die Zeitleiste gucken und wenn nicht in 7 Minuten genau die Folge vorbei ist, dann hat Croc Unrecht gehabt. Das wird nie passieren. Natürlich nicht. Also, dass du Unrecht hast, schon. Feuer. Was machst denn du? Ich hab schon 7 Blaze Rods. Komm, stell du dich auf die andere Seite, dann können wir uns die zuschießen. Ja, ich brauch nur 2 Hits für die. Meine Lohnstäbe. Oh, meine XP. Also, du kannst doch nicht meine XP klauen? Kann ich. Kannst aber auch sein lassen. Hau dich mit einer Schaufel, Lohe. Siehst du? Tut ihm auch weh. Und wie? Hast du schon mal eine Schaufel auf den Kopf gekriegt? Auch weh. Nein. Soll ich ihn abbauen? Das wäre schon ziemlich lustig, oder? Ich glaube, das fände ich nicht lustig. Nicht? Nee. Oder? Ich verstehe gar nicht, wieso. Edu, du machst doch auch Musik. Erzähl doch mal was dazu. Was kann man momentan von dir erwarten? Kann man überhaupt was von dir erwarten? Momentan arbeite ich an einer EP. Immer noch. Habe ich aber schon zweimal komplett überarbeitet. Also ich habe einmal alle Songs verworfen und jetzt nochmal 2. Ja, ansonsten... Ich habe den bei einem, getroffen. Du willst bei? Ich möchte bei einem mittelbekannten Battle demnächst noch mitmachen, aber... Du sagst jetzt nicht Habib Blub. Doch. Machen wir jetzt hier Werbung für Battle-Turniere oder was? Ach du Scheiße. Ach Gott. Werden wir unsympathisch. Können wir den bitte rauswerfen? Also ich mache auch eine VBT Elite-Quali, aber ich bezweifle, dass ich reinkomme. Kick, Mark oder so? Ne, voll lustig. Oh, ich hab den Slash vergessen. Aber was hast du gegen das Turnier, wenn ich fragen darf? Ich bin generell ziemlich genervt von Battle Rap, weil Battle Rap sich... Ich Croc, ich hab den Mango gemeint, aber danke. Bitte. Schon wieder runtergefallen. Bist du blöd oder so? Ein bisschen. Mal, ja, also... Oder so, du dann blöd oder so? Nein, ich bin Marc oder so, nicht blöd oder so. Ja, also Habi blub 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 oder wie der heißt, hat nicht so unbedingt das beste Image, was Kompetenz und sowas angeht, auch unter Leuten, die exakt dasselbe machen wie er. Und das, was ich so gehört habe von ihm, ist sehr, sehr, ja, fragwürdig, was Entscheidungen betrifft. Also, ich habe auch schon Aussagen von Kumpels gehört, die dann gemeint haben, auch, ich glaube, bei dem habe ich Chancen, weil den kann ich in meinen Zweckreim Technik blenden.
Hast du was gegen? Ja, klar, Beine? Das ist halt bei ihm das Ding. Er legt halt extrem Wert auf Lyrik. Aber ist auch nicht mein stärkstes Gebiet, muss ich sagen. Von Lyrik haben doch heutzutage eh kaum noch jemand Ahnung, muss ich jetzt mal so anmerken, weil ich meine, wirklich lyrische Elemente, wer erkennt denn das heutzutage? Da haben die meisten nicht mehr die Bildung zu. Ohne das jetzt als Front zu meinen, aber naja, die meisten wissen ja nicht mal, was ein Punchline ist. Punchlines. Ja. Das ist das eine, wo du einfach sagst, jemand ist ein Hurensohn, oder? Das zählt nur bei Esther. Nee, heutzutage ist ja eher so, dass du einfach irgendwelche privaten Informationen einfach nur nennst und das schon für die meisten eine Punchline ist. Ja, aber wenn du es erfindest, nennst, dann ist es geil. Weil, also, wenn du erfindest, dass es passiert ist, dann ist es ja, noch viel cooler. Ja, und dann noch mit Photoshop Beweise machst. Ja, richtig. Also dann, und dann, muss ich dann sagen, gewinnst du die größten Battle-Turniere und gehst danach mit deinem Album Gold. Ja, und dann wirst du Gott auf Battle. Gio Gardner. Hurensohn, was? Hab ich nicht gesagt. Das war mal so ein sympathischer, netter Mensch. Bei uns darf man Hurensohn sagen. Yeah! Strike von YouTube. Kanal gelöscht. Ich piep's einfach raus. Nein! Nee. Bist du PG-13? PG-Faggot. PG-Butters, Alter. Oh mein Gott. Nee, ich hab schon 23 Lohnrouten. Wollen wir jetzt machen, bis wir einen Stack haben, oder was machen wir hier? Ich hab 7, einmal 30. Jetzt hab ich keine Ahnung, aber ich denke halt auch dran, dass wir irgendwann demnächst auch mal vielleicht alle zusammen den Enderdrachen killen könnten. Und da brauchen wir auf jeden Fall Lohnrouten, damit wir uns genügend Enderaugen machen können. Enderaugen, wir brauchen sowas. Ich bin verwirrt. Jeder, der ins End will. Wieso bist du denn verwirrt? Ich habe einen Stärke 3, Haltbarkeit 3 Bogen und nochmal einen normalen Stärke 3 Bogen. Die will ich zusammenführen zu Stärke 4 und das ist zu teuer. Zusammenführen. Das ist, oh Gott, ja, das ist zu teuer und dann? Ja, aber es hieß vorhin, Stärke 4 funktioniert. Es funktioniert, aber es ist zu teuer, weil du zu wenig Level hast. Im Amboss. Also. Ey, komm, aber normalerweise stehen dann da, wie viele gebraucht werden und nicht zu teuer. Wenn zu teuer da steht, geht's nicht. Ey, ja, lass uns unsere Zuschauer trollen. Wir haben jetzt noch eine halbe Minute, aber wir fangen jetzt schon Folge 3 einfach an. Nein, das willst du nicht tun. Doch. Ja, jetzt blendest du richtig cool aus einfach. Tschüss. Tschüss. Ja, cool. Wollen wir vielleicht erstmal zurücklaufen zu Marc oder so? Verstehst du? Es ist nicht lustig. Das war nicht mal geplant. Damit willkommen in Folge 3, meine Damen und Herren. Ja, wir sind zurück. Und nee, was lustig heißt zurück? Wie irgendwie. Wir sind immer noch sweet. Also ich bin immer noch in der Mob. Wow, spannende Folge. Ja, ich war zwischendrin nochmal unterwegs. Aber trotzdem. Oh, möchtest du deinen Zuschauern was richtig Geiles bieten und du Strip meinst einfach? Ja, da findet man wenigstens Sache. Bei der XP macht man nichts, also rumstehen und warten, bis Skelette runterfallen. Und verbrauchst wahrscheinlich immer noch dein Schwert, obwohl du die Scheißviecher einfach mit drei Faustschlägen killen kannst. Nein, ich verbrauche mein Schwert nicht mehr. Nein, jetzt sind da seine Schaufel. Woher weißt du das? Stimmt das jetzt oder? Ja, das hat gestimmt. Du Affenkopf. Ja. Vor allem, wenn du Schaufel ein halbes Herz mehr Schaden macht als eine Faust. Aber mit der Schaufel sind sie One-Hit. Das kann gar nicht sein, du lügst. Ich hasse dich locker Weg. Von allen gehatet, weil ich. Warte mal kurz. Zeig noch mal kurz den Weg. So sieht das aus, wenn man Luke sagt, er soll den Weg sicher bauen. Ja, es sind zwei Felder. Hallo, er hätte das ein Feld bauen können. Das hat Croc gemacht. Ich habe noch zwei Dinge. Jetzt kommt er aus seinem Loch gekrochen. In Folge 3 taucht er auf einmal wieder aus dem Nichts auf. Hat hier jemand Luke gesagt, was? Ich habe gesagt, du sollst da Ränder dran machen, dass man da nicht an der Seite runter kann. So viel Zeit hast du mir gar nicht gegeben. Doch. Ach, ihr seid süß. Selber süß. Oha. Sag ich meiner Mama. So, wir haben uns nämlich für diese Doppelfolge noch ein kleines Format ausgedacht. Ja, haben wir. Ja, wir haben uns etwas überlegt. Überlegt? Überlebt. Nein. Er kommt zum Punkt. Wir haben uns jeder... Oder, nee, das wäre ein bisschen gelogen, wenn ich jetzt sage, wenn man uns jeder Fragen überlegt. Ich habe mir sehr viele Fragen überlegt. Ich und meine Freundin. Aber wir haben uns Fragen überlegt, die so ein bisschen in die Richtung allgemein Wissen gehen. Beziehungsweise mehr so What the fuck Wissen, wieso ist das so? Ja, zum Beispiel. Und wir haben uns schon auserkoren, obwohl das könnte Luke dann übernehmen, weil Marc ja auch aufnimmt. Richtig.
Oder Luke, bist du fähig dazu, für uns Sachen zu googeln? Ich glaube nicht. Das klingt so wie eine schlechte Ausrede in der Schule. So. Nein, ich kann nicht googeln. Der Hund meint, also eigentlich mache ich gerade noch Video. Was machst du? Ach so, ja, das kannst du auch so. Los. Sag einfach ja, Luke. Du liebst uns, wir wissen es. Oh mein Gott, ich bin im falschen Enderportal rausgekommen. Ich bin jetzt in der Wüste. Ah, oh, nicht schlecht. GG. Cool. Und welches muss ich jetzt raus? Das in dem Häuschen. Häuschen. Also ich glaube, Folge 3 wird bei mir schnell zusammengeschnitten. Oh. Wieso? Was machst du? Weil ich nur in der Mob-Farm stehe und Mobs kill. Ja, aber du hast tolles Gelaber zwischendrin. Ja, zu den Highlight-Stellen mache ich dann langsam. Zum Beispiel jetzt. Oha, Versenkung aufgebaut. Habt ihr es eingebaut oder bin ich dumm? Sowohl als auch. Also, wollte gerade sagen, das ist jetzt eine ehrliche Antwort. Ich hasse dich. Also nicht dich, Croc. Ich liebe dich. Ich baue es jetzt ab, das sind jetzt meine Blöcke, ja? Jetzt hast du deinen Erdblock verloren. Wo willst du ihn wiederfinden? Das ist voll okay für mich.